Guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu diesem neuen Tag. Ich bin dezent durch. Ich glaube, ich sehe auch so aus. Ich habe mir die Haare mega verlegen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht immer so. Ich bin auch ein paar Mal wach geworden. Ich habe irgendwie, glaube ich, schlecht geträumt. Ja, egal. Ich bin gerade wach geworden, beziehungsweise vor einer circa halben Stunde, also so um 10. Wir haben jetzt 12. Ich wollte mir eigentlich keinen Harry Potter Funko Pop Adventskalender holen. Ich stecke jetzt einfach so mal ein, ne? Jetzt hat mir letztens Verena ein Bild von Thalia geschickt, wo es den aktuell für 30 Euro gibt. Und 30 Euro ist für den Kalender, wo halt so kleine Funko Pops drin ist, ein Schnäppchen. Und jetzt habe ich versucht, also mein Glück versucht, auf eBay Kleinanzeigen, aber da geht niemand mit dem Preis mit, wo ich mir denke, so, wenn ich den schon verkaufen will und es den woanders günstiger gibt. Und wir heute haben wir den 30. November, so stehen die Chancen wahrscheinlich schlecht, dass du den noch verkaufst, egal. Ich wollte den eigentlich vorerst nicht, weil A war der mir zu teuer und B, was will ich mit diesen ganz kleinen Figuren? Ich weiß selbst noch nicht, was ich damit machen werde, vielleicht verkaufe ich die auch am Ende, aber ich wollte trotzdem den Kalender haben, mal gucken, welche Figuren da vielleicht so drin sind. Ja, jetzt überlege ich, ob ich heute nicht sogar in die Stadt fahre und den hole, weil wir haben heute den 30. Klar, würde jetzt jemand noch sagen, er würde den verschicken, also für, keine Ahnung, 35 oder 40 Euro mit Versand, you know. Ich hätte halt den Stress dann nicht, dass ich nochmal in die Stadt muss, die Benzin kostet nicht, was weiß ich, ne, ist eh egal. Aber niemand geht mit, also niemand, das ist ihnen scheißegal. Viele meinten so, da bleiben sie lieber drauf sitzen und versuchen nächstes Jahr das Glück, den zu verkaufen, wo ich mir denke, so, okay. Andere, ja, ich habe 60 Euro, weil Originalpreis war glaube ich, wirklich 60 Euro von dem. Ja, sie haben 60 Euro bezahlt, so viel möchten die wieder oder mindestens 50, wenn ich mir denke, so, Bitch, das bekommst du nicht mehr, wir haben heute schon, also, wie es gestern der Fall war, da habe ich mit denen geschrieben, war der 29. so. Egal, würde ich sagen. Ich überlege es ja mal, ich möchte mir vorher noch definitiv die Haare färben, also mich fresh machen und wenn ich dann Lust habe, fahre ich. Wenn nicht, dann vielleicht morgen. Ich habe morgen nochmal frei. Ja, ich habe einfach so viele Pickel bekommen. Das ist so unnormal. Ich weiß nicht, an was das schon wieder liegen könnte. Vor allem bei mir ist es dann immer so von jetzt auf gleich. Also da denke ich mir den einen Tag nur so, wow, du hast echt gute Haut wieder bekommen. Also gut, in der Hinsicht. Und dann am nächsten Tag so das. So, ich werde mir jetzt noch hier diese Teile aufkleben. Also ich habe keine Maske, sondern nur diese Augenpad-Teile. Irgendwie habe ich gerade keine Lust auf Maske. Aber die hatte ich noch zu Hause. Oh. Ich habe hier so viele Pickel einfach. Das ist so widerlich, ey. Uff. Ich meine. Ich werde mich jetzt dann wieder auf den Weg ins Bad machen, das Ganze mal abwaschen. Ja, dann muss ich mal fertig machen und dann ab in die Stadt. Ich will diesen Adventskalender unbedingt. Ich weiß wie gesagt immer noch nicht, was ich damit anfange. Vielleicht verlose ich auch die ganzen ausgepackten Figuren dann an jemanden oder schenke sie her, gebe sie meinem kleinen Bruder Finn, wenn ich ihn mal wieder sehen darf oder ja. So Leute, das sind meine Haare ungemacht. Hat doch auch irgendwie was, ne? Ich style die jetzt aktuell mal nur so nach vorne, dass ich da irgendwie ein bisschen Gefühl für bekomme. Das hat mir auch gestern richtig gut gefallen, dass die so nach vorne waren. Ja, wie gesagt, ich könnte das hier auch so rüber machen. Marina meinte, ich muss hier vielleicht noch ein paar Haare dann so runterlassen, wegen dem Übergang, so von braun auf pink. Meine Haut ist so schlecht geworden, was ist denn los? Guckt euch das an, Jesus. Oh. Was ich noch fragen wollte, ist das eigentlich aktuell okay, dass Montag kein Video mehr kommt? Ich lade irgendwie jetzt schon die letzten Wochen nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Videos hoch. 4 Videos sind glaube ich eh viel. Ja, ich hätte für heute eigentlich genug Videomaterial. Ich könnte auch leicht noch eins schneiden. Aber ich denke mir halt so, ist doch mal gut, wenn ich mehr Videomaterial habe, dann kann ich irgendwann einfach mal eine Woche sagen, halt stopp, so, und nicht weiter. Nee, weil ich wollte eigentlich heute schon fast eins hochladen, dachte ich mir so, ah, kommt halt zusätzlich noch eins online, aber dann dachte ich mir so, sei doch froh, wenn du einfach mal was vorproduziert hast und das nur noch schneiden musst, deswegen mal
Ist es überhaupt in Ordnung so für euch, dass nur noch 4 Videos kommen? Ich sitze außerdem schon die ganze Zeit vor dem Laptop und das seit Tagen. Also, was heißt seit Tagen? Ich habe am Freitag geguckt, am Samstag geguckt, gestern geguckt, heute geguckt. Ja, wegen, dass ich meine Videos hier monetarisieren kann, sprich Geld damit verdienen kann, so minimal. Aber der Schritt 3 wird mir einfach nicht bestätigt, also, das heißt, wird nicht bestätigt, aber er ist in Bearbeitung, Kanalüberprüfung und, naja, hier steht so. Ja, wegen der aktuellen Situation, also wegen Corona, kann sich auf der aktuellen globalen Ereignissen zu Verzögerung kommen, also durch die Prüfung, wo ich mir denke, so, die sind locker eh alle im Homeoffice, so, Beach. Als hättet ihr jetzt da so viel zu tun, ne? Naja, gut. Ich hoffe, das wird schnell erledigt, schnell freigegeben. Dass ich Cash bekomme, Beach. Cash. Oh nein, das klingt gerade jetzt falsch. Na, aber es ist halt cool, wenn man für seine Arbeitung so ein bisschen belohnt wird und so ein bisschen Geld dazu bekommt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich trinke jetzt Bionade. Prost. Und ich wollte eigentlich noch ein anderes TikTok drehen, denn ich knack heute definitiv die 20.000 auf TikTok. Und ich habe ja, ich bin ganz ehrlich, war einfach zu faul, dass ich dieses TikTok abdrehe, Gewinnspiel für TikTok abdrehe. Deswegen dachte ich mir letztens so, du wartest jetzt, bis du 20.000 hast. Und dann machst du so ein 20.000, Gewinnspiel, Follower-Gewinnspiel. I don't know. Und das müsste ich auch noch drehen und das möchte ich, bevor ich losfahre, noch drehen und fertig machen. Deswegen muss ich mich jetzt etwas beeilen. So, ich habe irgendwie versucht, das alles ein bisschen abzudecken. Ich habe nicht so viel zum Abdecken. Meine Frage. Der Arena testet es zwar aktuell noch, also ist noch so mehr oder weniger in der Testphase, aber hat jemand von euch schon längerzeitige Erfahrung mit Acne-Derm? Sie meinte, es hilft schon, also sie denkt, es hilft. Aber ich habe schon so viel Zeug für in der Hinsicht Kosmetik gegen Pickel ausgegeben, dass ich mir mittlerweile schon ein bisschen unsicher bin. Ich habe es gestern bei ihr probiert, da auch raufgetan, aber klar, nach einer Anwendung, wie soll das auch funktionieren? Wenn ihr da irgendwie schon mal Erfahrungen mit Acne Derm macht, also schon über ein paar Wochen oder sogar Monate ausprobiert habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt mich auf Instagram an. Verena hat mir Haarwachs mitgegeben. Ich bin gespannt, ob ich das selbst irgendwie passend hinbekomme, weil gestern hat sie mir ein bisschen geholfen, weil ich kann einfach mit Haarwachs nicht so umgehen. Aber sie meinte so, ja, ich bräuchte halt dafür fast ein bisschen Haarwachs. Jetzt mal gucken. Ach, wieso reibe ich das so extrem ein? So, ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Ich habe mir heute nur Haarspray auch noch mit reingemacht. Das haben wir gestern nicht gemacht, aber ich finde es eigentlich für das, dass ich zum ersten Mal so wirklich alleine Wachs vernünftig benutzt habe, eigentlich ganz cool. So ein bisschen verrückt. Sieht ein bisschen so wild aus, sage ich mal, so ein bisschen zersauster. Finde ich richtig cool eigentlich. Ich muss mich halt noch etwas dran gewöhnen. Ich musste gerade irgendwie voll viel von der Speicherkarte runterlöschen, weil die voll war. Umso länger ich mich jetzt hier angucke, umso unzufriedener bin ich jetzt mit dem, wie ich die Haare gemacht habe. I don't know. Oder auch im Spiegel, dann denke ich mir wieder so, dahin zupfen. Kennt ihr das, wenn ihr mal was Neues ausprobiert? Beziehungsweise, wenn euch eigentlich gesagt wird, dass deine Frisur out ist und du mal wieder was Neues brauchst und dann einfach losgeschnitten wird. Wird noch ein bisschen dauern. Ich möchte jetzt noch TikToks bearbeiten, 2 Stück. Ich habe dieses Giveaway abgedreht und eben auch zu den Haaren noch ein Video gemacht für TikTok. Das möchte ich gerne noch schneiden und dann würde ich mich direkt auf den Weg Richtung Passau machen. So Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg. Geldbörse vielleicht noch mitnehmen. Das wäre vielleicht ideal. Wo habe ich denn die? Ups. So Leute, ich bin jetzt in Passau angelangt und bin im Parkhaus. Ich bin gerade von müde, ich würde mich am liebsten einfach nur hinlegen. Gut, wir gehen jetzt zu Thalia nur schnell und ich gehe auch schnell noch zu GameStop rein, schnell durchgucken und dann möchte ich eigentlich direkt wieder verschwinden. So, ich habe den Kalender bekommen, aber ich werde noch schnell zum Bubble Tea Laden gehen. So Leute, ich verdrödel hier schon wieder so viel Zeit einfach, weil ich einen TikTok noch fertig gedreht habe, wie bereits gesagt. Bin ich noch schnell, ich stelle das schnell hier mal irgendwie ab.
wie gesagt, ich bin noch schnell zum Bubble Tea Laden gefahren. Dann konnte ich mich nicht gleich entscheiden, weil es hat ein neuer Laden hier auch aufgemacht. Dann habe ich Verena geschrieben, was sie empfehlen würde. Wieso ist das jetzt so rübergerutscht? Ja, jetzt habe ich ihre Empfehlung genommen, diesen Joghurt-Tee mit Maracuja und Mango-Boba. Ich war vorher noch schnell bei Müller. Ich muss jetzt aus dem Parkhaus raus, weil sonst zählt das nicht mehr. So, you know, ich habe ja schon bezahlt. So, ich stehe gerade an der Ampel. Was ich sagen wollte, der Bubble Tea ist mega lecker. Es war sehr süß. Ich habe mir die Empfehlung von Verena geholt. Ja, ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Ich will eigentlich noch zu Müller rein, aber ja, ich habe mir ganz viel bei Müller gefunden, also ganz viele Funko Pops und beige. Ich hatte, glaube ich, so 20 in der Hand. Nee, also 4 habe ich in meinen Korb reingemacht und dann dachte ich mir so, du kannst jetzt nicht so viele Funko Pops kaufen. Deswegen, ich gucke nachher online, weil da war jetzt nichts reduziert wegen Cyber Monday. Dachte ich mir, vielleicht wird es da was geben, aber gut. That is paradise that you ever seen. What I'm lips in a cold, it was not too green, but she can't be a OMG, ich bin zu Hause, ich bin so froh darüber, ich bin gerade irgendwie so müde geworden, I don't know. Und ich finde es so grob, es ist einfach schon so dunkel wieder draußen, dass ich hier drinnen Licht brauche. Ich finde das so, wow. Wir haben, glaube ich, und wir haben gerade erstmal 16:30, nicht mal, Jesus. Ich werde jetzt noch schnell die Pizza von gestern essen, aber da ich müde bin, Verena hat mir gestern noch diesen Keks hier mitgegeben. Hallo Wachkeks, enthält 30 Milligramm Koffein, wirkt wie ein Espresso. Ich glaube, das probiere ich jetzt und das ist halt in Schokoladenform. Und ja, soll nach Schokolade schmecken, nicht nach, also noch. Keine Ahnung, nicht nach Espresso. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ist sogar gut. Also wenn der wach machen würde, ich würde mir für jeden Tag einen holen. Ich glaube, der kostet aber 1,50, also doch nichts für jeden Tag. Ja, ich werde jetzt Pizza essen und da muss ich mal hier aufräumen. Genau. Außerdem, das hier ist der Adventskalender. Nochmal. Ich gucke jetzt hier Naomi und hier ist meine Pizza. Ich liebe kalte Pizza. Ich finde kalte Pizza sogar fast besser. Geil. Soll ich dazu noch irgendwie was sagen? Dieser Wachkeks hat mich irgendwie noch müder gemacht, habe ich so das Gefühl. Ja, ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen ans Fenster chillen, ein bisschen Luft reinlassen, ein bisschen Luft tanken und da müsste ich mal aufräumen. Über das freue ich mich immer noch so extrem, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe euch ja mal gesagt oder erzählt, oder wenn mir jemand von euch auf TikTok folgt, dann wisst ihr es vielleicht eh schon. Ich habe mir ja bei Lush mal festes Shampoo geholt und ich meinte ja, ich halte euch da auf dem Laufenden. Ich habe ganz problematische Kopfhaut, sofort zum Schuppen einfach auch anfängt, egal was ist. Ich habe Anti-Schuppen-Shampoo benutzt, klar, kann man mal eine Weile benutzen. Es geht vielleicht auch eine Weile gut, aber dann verliert das auch die Wirkung und man soll ja auch nicht immer Schuppen-Shampoo benutzen. Ich habe auch schon mal so, ja, wie soll ich sagen, so ein Shampoo, so Sensitiv-Shampoo, sag ich mal, benutzt. Also, was halt auch eigentlich die Kopfhaut nicht so extrem angreift, aber nope, meine Haut hat trotzdem geschuppt. Ich habe mir auch letztens Bilou gekauft, von Bibi. Das hat eine Weile eigentlich ganz gut gegangen und ich war auch so zufrieden mit dem Shampoo, auch mit der Spülung. Ich nehme das immer noch so ab und zu ein bisschen her, weil, ja, ich würde es aufbrauchen. Ich habe es gekauft, für was soll ich das dann nicht aufbrauchen, you know. Jedenfalls habe ich aber jetzt fast immer nur noch festes Shampoo benutzt von Lush und ich habe einfach keine Schuppen mehr. Also ich würde es nicht verschreien, weil kann ja immer noch kommen, ne? Aber so, meine Kopfhaut ist dem Shampoo so dankbar, um dieses feste Shampoo. Ich habe mir da Dirty geholt, Verena hat mir das empfohlen, also sie hat sich das so im Laden so angeguckt, durchgelesen und da meinte sie so zu mir, ich soll das einfach mal probieren, das klingt so, als würde es mir irgendwie was helfen. Und ich dachte mir so, gut, nimmst du mal mit, weil ich bin ja da wirklich froh, wenn ich mal was finde, was hilft. Und wie gesagt,
aktuell. Toi, 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 toi. Ist alles gut. Leute, ich habe gerade alles am Laptop eingestellt, denn meine Videos wurden zur Monetarisierung freigegeben. Ich habe einfach das also bestätigt, was eigentlich ja, mir vorgeschlagen wurde an Werbung. Das habe ich einfach eins zu eins übernommen. Letztendlich weiß ich nicht, wie viel Werbung ich reinhauen werde. Also, ich hoffe, es ist okay, wenn Videos, die über 10 Minuten dauern, so zwei Werbungen, wenn die länger dauern, so vielleicht mal drei Werbungen reinkommen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Denn somit kann ich ein bisschen Geld verdienen und das in meine Funko Pops investieren. Ich habe ja hier diesen neuen Account erstellt, beim anderen habe ich ja Geld verdienen können. Und es war irgendwie schon, es war schon immer ein bisschen was, ne, was zusammengekommen ist. Zwar jetzt nicht sonderlich viel, aber es war trotzdem immer so ein bisschen noch ein kleiner Ansporn. Und I don't know, den habe ich jetzt hier hoffentlich auch wieder, dass ich mir denke, so komm, bisschen Geld ist es auch und mir macht es ja Spaß, Videos zu drehen, schneiden vielleicht nicht immer so sehr, aber das Drehen, deswegen, ja. Ich werde mich jetzt dann trotzdem langsam ins Bett legen, denn wir haben eh schon 23 Uhr und meine Kopfschmerzen sind ehrlich gesagt auch nicht besser geworden. Ich habe so eine Tablette genommen, aber die hat mir nichts gebracht, so wirklich. An der Stelle, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr findet jetzt hier noch zwei weitere Videos, die mich noch nicht abonniert haben können, das gerne nachholen. Sowie dem Video einen Daumen nach oben geben. Und ich würde sagen, haut rein, bis sehr bald und bye.